Hallo Leute, da bin ich wieder, euer Creighton, mit meinem nächsten Video. Diesmal wieder geht es wieder um meine Comic-Einkaufsliste. Was ist in den letzten Wochen wieder bei mir neu dazugekommen? Das werde ich euch jetzt präsentieren. Das sind vor allem natürlich die aktuellen Sachen, meine aktuellen Serien, die ich so lese. Da haben wir einmal hier Batman 56 von Panini. Das ist Ende des letzten Jahres rausgekommen. Im Dezember kamen nämlich zwei Ausgaben. Da die ja die US-Batman-Serie und Detective Comics da drin machen, müssen ja so ein bisschen auf die Tube drücken, weil DC Rebirth steht ja an. Das ist jetzt hier mit diesem coolen Cover, wie ich finde, nochmal eine James Gordon-Story als Batman. Ja, bin ich sehr gespannt, wie das mit dem Gordon zu Ende geht. Ich bin ja nicht so großer Fan von James Gordon als Batman. Aber die letzten Sachen haben mir jetzt wieder was besser gefallen und da bin ich mal gespannt, wie die das zu Ende führen. Dann Justice League 55, Darkseid-Krieg Teil 10. Auch da gehen wir so langsam dem Ende entgegen. Also die Serien werden jetzt alle zu Ende geführt in diesem Monat, also jetzt im Januar. Das ist auch noch aus dem Dezember, die Dezember-Ausgabe. Der Darkseid-Krieg steht also auch kurz vorm Finale. Ja, hat mir bisher ja sehr gut gefallen. Und mal sehen, wie sie das dann zu Ende führen. Dann Spider-Man Nummer 7, das ist dann jetzt tatsächlich auch aus dem Januar. Also das erste 2017er Heft, was ich hier habe, Spider-Man 7, wieder mit einem schönen Alex Ross-Cover. Spidey vs. Iron Man steht hier. Ja, Spider-Man fühlt sich auch tatsächlich immer noch so an wie so eine Iron Man-Serie. Also Peter Parker in seiner neuen Rolle wirkt ja wie Tony Stark. Ja, ist jetzt wieder was besser geworden in den letzten Ausgaben. Nur so ganz anfreunden mit dem neuen Status quo kann ich mich einfach immer noch nicht. Und hoffe, dass sich das noch besser entwickelt. Dann Superman 56, Die ewige Schlacht, Teil 4 von 5. Ja, auch bei Superman geht es dem Ende entgegen. 76 Seiten hier nochmal. Und hinten drauf sieht man auch schon Werbung für Rebirth. Wird es ja auch wieder eine Superman-Heftserie geben und eine neue Sonderbandserie. Werde ich wahrscheinlich bei beiden dann dabei sein. Ja, der Arc gefällt mir bisher auch gut. Ja, das waren erstmal so die aktuellen Sachen. Jetzt von Ende Dezember und Anfang Januar. Und jetzt natürlich, wie so oft, alter Kram, wo ich wieder ein paar Lücken schließe. Den Anfang machen die X-Men. Ich bin kein riesen X-Men-Fan. Hab den natürlich immer mal so ein bisschen verfolgt. Kam ja in vielen Geschichten vor, die ich auch gelesen habe. Aber ich habe die nie so extrem verfolgt. Und jetzt habe ich mir hier ein Event praktisch geholt, aber nicht komplett. Das habe ich leider nicht komplett bekommen. Es geht um Onslaught. Das kennen viele von euch, eins der großen X-Men-Events der 90er Jahre. Und damals, also es ist hier in Deutschland 98 rausgekommen, 96 in den USA, glaube ich, gelaufen. Damals habe ich tatsächlich von Marvel nur Spider-Man gelesen, dann in den 90ern, zum großen Teil zumindest. Und deswegen fehlte mir also diese ganze X-Men-Sache. Und ja, da will ich ja so ein paar Events, ein paar Lücken werde ich da jetzt versuchen zu füllen. Das ist hier schon Phase 2. Das waren, glaube ich, sieben Phasen, in sieben Phasen aufgeteilt. Ich habe hier, das seht ihr schon, da steht ja nur Onslaught 2. Das ist die Variant Edition. Im Prestige-Format, das ist in Wirklichkeit X-Men 22, das sieht man ja am Buchrücken. Ich habe das Ganze in diesem Variant Prestige-Format Edition, weil ich sie eben günstig bekommen habe. Ich bin eigentlich kein Fan von Prestige-Format, muss ich sagen. Das geht dann hier weiter mit Onslaught 4.
Das war eben zwei, also eins fehlt mir, drei fehlt mir. Das hier ist jetzt das Spider-Man Special 8 eigentlich. Hier wieder in der Variant Edition. Fehlte mir damals auch, obwohl ich die Spider-Man-Serie verfolgt habe, hatte ich dieses Special eben nicht. Das hat ja auch mit dem Event hier zu tun. Und da ich das eh nicht gelesen habe, war das damals nicht so wichtig. Dann habe ich hier Onslaught 5. Das ist X-Men 23. Alles damals bei Marvel Deutschland erschienen, also praktisch Panini schon. Die haben ja unter Marvel Deutschland in den 90ern angefangen, die Marvel-Sachen rauszuhauen. Dann Onslaught 6, was Wolverine 17 ist. Und also es ging über diese X-Men-Serien, X-Men Special und Wolverine-Serie und dieses eine Spider-Man Special und hier noch als Abschluss Onslaught 7 und X-Men Special 5. Und da würden hier im Hintergrund werden dann auch schon bei dem Captain America 1 angekündigt oder bei dem zum Beispiel Iron Man 1. Und hier bei dem fünften waren es die Fantastischen 4-1. Das sind diese ganzen Serien, die dann nach dem Event spielen, wo diese Helden dann gestorben sind, die meisten, die sich ja geopfert haben. Die sind nicht wirklich gestorben natürlich, sondern waren in einer anderen Dimension. Und da habe ich auch keine Sachen und werde da wahrscheinlich auch noch das eine oder andere holen, aber wohl auch nicht alles. Dann habe ich wieder mal zugeschlagen bei Hethke. Und zwar bei den Superman-Alben von Hethke. Superman präsentiert Das Geheimnis von Smallville. Das ist das dritte Album, nee, vierte Album. Und das ist schon der zweite Teil dieses Geheimnis von Smallville. Album 3 fehlt mir da, das muss ich mir noch holen. Dieses Geheimnis von Smallville, Teil 1 und 2, sowie auch die Folgebände, die das Geheimnis von Metropolis als Inhalt haben, das ist dann also hier Album 5, die spielen im Zuge dieses Millennium-Arcs, den es da mal gab, also dieses Millennium-Event, was ich aber auch nicht gelesen habe. Ich hoffe aber, dass mich das dennoch auch unabhängig von dem Event lesen kann. Die sind alle wieder in einem sehr guten Zustand. Hier haben wir den zweiten Teil, Das Geheimnis von Metropolis 2, Album Nummer 6. Die beiden habe ich dann also komplett. Ja, und mit Album 7 geht es dann weiter. Weg ins Dunkel heißt das hier. Ihr seht hier, ich hoffe, dass man es sieht, Story und Zeichnung John Byrne. Das ist praktisch, ja, das war ja diese, nach der Crisis on Infinite Earth war ja hat ja John Byrne eine Zeit lang Superman gemacht und das wurde bei eHarper in Der neue Superman veröffentlicht, die ich auch habe. Und das ist praktisch so eine Fortsetzung davon, ne? Da werden eben die weiteren Ausgaben veröffentlichen, hier bei Hebke im Albumformat. Und jetzt aufgepasst, Comic In, keinen Herzinfarkt bekommen. Ich öffne dieses Album, um mal so reinzugucken. Ja, und hält, ne? Fällt nicht auseinander. Eben typische John Byrne-Zeichnungen. Und ich bin ja großer John Byrne-Fan, großer Superman-Fan. Ja, und da bin ich froh, dass ich die habe. Das ist jetzt Album 8. Da geht es dann weiter mit diesem John Byrne ran. Ist eben für mich auch eine Ergänzung zu dieser neue Superman-Sachen, die ich dann habe. Und dann habe ich bald alles von John Byrne an Superman. Ich glaube, ich habe dann jetzt sogar alles. Dann hier noch Album 9, Ring der Gefahr. Das ist, soweit ich weiß, ja, auch eine Geschichte mit dem Green Lantern Corps, mit Hal Jordan. Ja. Freue ich mich sehr. Album 9. Also mir fehlen jetzt von diesen Alben hier eigentlich nur Band 1, Band 2 und Band 3. Muss ich mal sehen, wie ich die noch kriege. Und ja, das war schon alles für diese Folge. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr ein paar Likes da lasst. Noch lieber Kommentare. Und über Abos würde ich mich natürlich auch freuen. Und dann wünsche ich euch allen einen schönen Tag. Und schreibt mir mal, was ihr davon vielleicht habt.
was für euch vielleicht interessant ist, was ihr noch kaufen wollt, gekauft habt oder gar nicht so gut findet. Schreibt das mal alles in die Kommentare. Und wie gesagt, ich verabschiede mich und wünsche euch einen schönen Tag. Bis dann. Ciao.